Ja, servus Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ja, wir sind heute an einer ganz besonderen Location. Wir sind hier in der Seestadt von Wien, also außerhalb von Wien. Ziemlich heftig, sehr futuristisch, aber ich finde es trotzdem sehr leibend da. Und ja, da steht mein guter Transporter und darum soll es auch im heutigen Video gehen, weil ich auch viele gefragt haben, was ich für einen Transporter habe und ein paar genauere Daten und so weiter. Und ich denke, mit dem Video wird sich das alles beantworten und wir werden wirklich exakt auf alles eingehen, oder? Ja. Ich finde es leibend. Ja, ist toll. Und ja, fangen wir mal an. Es ist ein Opel Vivaro, 2014er Baujahr. Den habe ich jetzt schon seit über einem Jahr. Ja, seit über einem Jahr schon. Und das ist auch mein Main Auto, also ich habe kein zweites Auto, sondern ich fahre eigentlich immer den Transporter, weil ich derweil auch nicht mehr brauche. Ich habe meine zwei Bikes, meine Supermoto und meine Enduro und halt den Transporter, mehr brauche ich im Moment auch nicht. Aber in Zukunft wird natürlich auch anderer Car-Content folgen mit dann krasseren Autos, aber derweil reicht mir das. Und ja, wir können mal ganz instant auf die Ausstattung eingehen. Die ist eigentlich ziemlich leibend. Also wir haben hier, ich drehe mal Licht auf, wir haben ja sogar einen Display in der Mitte mit Navi, Bluetooth-Radio und ein paar anderen Funktionen, so ein kranker Hintergrund auch. Ja, ich habe auch einen Subwoofer eingebaut, weil ich es einfach braucht habe, weil ich es einfach total leibend finde und der Sound ist echt saugut. Also die Anten gibt schon was her, so wie es halt nennen. Also der Bus hat auch einen Spitznamen und das ist halt die Anten. Ja, ziemlich leibend. Wir haben aktuell schon 215.000 Kilometer auf der Uhr. Es ist schon ziemlich krank viel, aber diese Motoren halten sehr viel aus. Also wirklich, die sind sehr stabil von Opel. Ich habe ihn gekauft mit 140.000. Das heißt, ich bin schon über 70.000 Kilometer drauf gefahren. Das ist ziemlich stabil in einem Jahr. Natürlich hat er auch immer die entsprechende Pflege bekommen, also Ölwechsel, neue Bremsen, neue Reifen und so, wurde alles schon von mir selber gemacht. Ja, ansonsten können wir mal hinten in die Ladefläche schauen. Ich drehe auch hier den LED-Scheinwerfer auf, also die Laderaumbeleuchtung, die ich natürlich auch extra eingebaut habe. Das ist auch extrem wichtig bei einem Transporter, einfach eine gute Beleuchtung im Laderaum zu haben, weil wenn es mal dunkel ist und man die Bikes einladen muss, dann ist es einfach chillig, wenn man schönes Licht hat, dann ist das ganz entspannt hier. Ich spanne meine Bikes mit sogenannten Zurgurten fest, das sind so von 24 MX, die zurt man einfach nur so fest, das sind meiner Meinung nach die besten Gurte, aber ja, darauf will ich jetzt auch nicht genau eingehen, weil es soll ja um den Transpo gehen. Was habe ich hier noch drinnen? Ich habe hier eine Laderampe für die Bikes drinnen. Das ist auch meiner Meinung nach die beste Laderampe für jeden Transporter. Die kostet auch nicht so viel. Ist ziemlich leibend. Und ja, da hinten liegen jetzt auch meine Enduro-Stiefel. Aber nicht beachten. Und einen Werkzeugkoffer. Das würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr einen Transpo habt und Bikes darin transportiert, schaut immer, dass ihr einen Werkzeugkoffer dabei habt. Oder so grundlegende Werkzeuge, die man halt immer so braucht, auch fürs Auto oder eben fürs Motorrad, dass man einfach immer was am Start hat, ist immer recht praktisch. Und ja, das ist ein kurzer Radstand von Opel, also der kürzeste. Also es gibt bei Opel, soweit ich weiß, einen langen und einen kurzen Radstand. Das ist der kurze Radstand. Das reicht auf jeden Fall komplett aus. Also es passen hier drei Bikes rein. Locker, also wir sind schon sehr oft mit drei Bikes gefahren. Das ist wirklich ein easy game. Das ist, da berührt auch das eine Bike nicht das andere, wenn man das gescheit macht. Also no problem. Mit zwei Bikes ist sowieso das allerleichteste und das chilligste auf Trips zu fahren. Dann hat man auch noch genug Platz für Gepäck und ja, ein Transporter ist halt an sich wirklich essentiell mittlerweile im Bike Life. Man kann ja wirklich kaum irgendwo mehr hinfahren mit der EXC auf einen Spot, sondern man braucht halt einfach den Transpo, so wie eh auch schon viele in diesem ganzen Game haben. Und wenn ihr euch oder wenn ihr auch gerade ins Bike Life einsteigt und noch 15 seid und noch keinen Autoführerschein habt und ihr die Möglichkeit habt, ein erstes Auto, als erstes Auto einen Transporter zu bekommen oder irgendwie von eurem Vater oder von euren Eltern, keine Ahnung, dann würde ich auf jeden Fall die Chance nutzen.
du kannst halt wirklich alles damit machen, einfach total leibern. Ja, wir können auch noch so ein bisschen die technischen Daten noch genauer anschauen, so was den Spritverbrauch angeht, also in den Tank passen glatte 90 Liter rein, so, oder so 85 bis 90 Liter. Damit komme ich so um die 1000 Kilometer, wenn ich Autobahn fahre. Und wenn ich so gemischt Stadt und Autobahn fahre, dann komme ich so vielleicht sogar 1200. Ja, der Spritverbrauch ist meiner Meinung nach ganz in Ordnung, also das ist akzeptabel. Ich meine, dadurch, dass ich so viel fahre, fließt da schon sehr viel rein, aber es ist ganz, ganz in Ordnung für so einen Transpo. Und wenn man voll beladen fährt, verbraucht man natürlich auch mehr Sprit, ist klar. Ja, von dem her. Ja, wir können auch kurz in den Motorraum reinschauen, was sich da so für eine Maschine verbirgt. Ich mache hier kurz auf. Es ist auf jeden Fall ein 2 Liter Dieselmotor, der wirklich ziemlich stabil ist. Da ist halt gerade ein bisschen was verpusht mit einem Kabel. Ich meine, Stefan, kannst du das leuchten? Ich nehme dein Handy. Ja, das ist gerade so ein Kabel von einem Pool, was ich mir verbaut habe, aber dazu kommen wir später. Das muss ich dann noch gescheit verlegen. Schaut jetzt ein bisschen professorisch schön aus, aber ist egal. Ja, wir können auch noch hier auf die Beleuchtung eingehen. Der hat halt nur so H4-Lampen, also so Glühlampen. Der hat leider noch keine Xenon-Beleuchtung oder LED-Matrix-Dings. Aber dafür hat er halt eine verdammt kranke Leitbar, die ich mir ganz professorisch mit Spax montiert habe, weil ich es einfach gebraucht habe. Also wirklich, Freunde, wenn euch ein Transpo entgegenkommt mit so einem Smiley-Gesicht, ich finde es leibend, ich bin es, ich hoffe, ich habe euch geblendet oder ich hoffe, ich blende euch. Ja, wurscht, wir drehen es halt jetzt mal auf. Soll ich vorne stehen? Soll ich direkt revealen, oder? Ja, reveal einfach. Ich dreh's halt jetzt einfach, okay? Jetzt ist halt da, okay? Ah, ich weiß, es ist einfach zu krank. Die ist so krank hell, also wirklich, wenn ich mich jetzt da so, keine Ahnung, es tut wirklich weh in den Augen, oder? Man sieht gar nichts, oder? Kennzeichen natürlich trotzdem lesbar. Die LED-Bar hat auch eine E-Nummer. Also ja, alles legal, alles eingetragen. Ich war auf der Landesregierung und überall. Es ist alles legal an den Transporter. Ich finde es leibend. Ja, machen wir mal die Haube wieder zu. Da gibt es ja eh nichts so Interessantes, was euch interessiert. Also ja, ich habe auch noch viel geplant mit dem Transporter. Also ich werde ihn wahrscheinlich für immer behalten, so wie die EXC, aber ich weiß nicht. Also ist so eine Sache. Er ist halt extrem viel wert, muss man echt sagen. Also den würde ich schon so für 12 bis 15.000 wegbekommen, weil es einfach extrem gefragt ist wegen der Nova und so. Deswegen ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich den verkaufe und mir vielleicht einen besseren hole oder den behalte. Er hat halt doch schon 215.000 und wenn jetzt der Motor eingehen würde, was ich nicht hoffe, dann wäre es halt auch schade drum, weil dann wäre das Geld quasi Mistkübel. Aber ja, wenn ich ihn behalte, werde ich den auf jeden Fall nochmal ausbauen, also innen quasi eine kleine Werkstatt reinmachen, dämmen und quasi als Camper umbauen, dass man auch auf Trips fahren kann und sich kein Airbnb extra nehmen muss. Und ja, so Kleinigkeiten, vielleicht werde ich noch die Stoßstange weiß lackieren, beziehungsweise mir eine weiße kaufen, dass es einfach eine coole Optik hat. Und die Stahlfelgen werde ich eventuell schwarz lackieren. Schaut einfach nice aus, wenn der Transpo so ein bisschen getuned ist. Ich weiß, da gibt es ganz wilde Transpos im Game mit Luftfahrwerk und so. Leider gibt es halt für Opel keine Tuning-Teile. Hier die Seitentür aufmachen, er hat natürlich auch eine seitliche Schiebetür. Und ja, es ist schon geräumig, oder? So ein Transport. Also, wir haben ja auch schon oft drin geschlafen, beispielsweise am Wörthersee. Doch. Wie fandest du es auf einer Skala von 1 bis 10? Es ist schon so ein 3-Sterne-Hotel, würde ich sagen. Es ist gemütlich, oder? Ja. Du bist ja knappe 2 Meter. Ich bin 1,95. Ja. Du bist gut drin. Ja, also hast du gut reingepasst, ja, oder? Rein, ja. Ja, sehr gut. Das sagt, ja, also Freunde, ihr müsst halt dann natürlich, je nachdem, wenn ihr zu zweit drinnen schläft, die Bikes draußen stehen lassen. Wenn man alleine drin schläft und ein Bike noch mit hat, kann man sich sogar ein Bett irgendwie so an die Wand ausklappbar zusammenbasteln. Dann ist das natürlich ganz leibend, wenn das Bike daneben steht, aber im Großen und Ganzen ist das ziemlich leibend so. Ja, machen wir wieder zu. Ich weiß nicht, wie man die Taschenlampe abdreht. Ein kurzes Tutorial, wie man beim iPhone 8 oder 7 SE. Taschenlampe, okay, das ist so krank, du hast iOS 4. Das. Ja,
natürlich. Wir wollen keinen hier stören. Es ist auch schon spät in der Nacht. Und morgen ist kein Wochenende und kein Feiertag. Wir wollen ja niemanden stören, aber ich finde es ja anders, oder? Krank. Ja, wir können noch einen kleinen Overview geben von dem Transport. Also die Front schaut ganz okay aus. Ich meine, ist Geschmackssache, also so ein Tier 5 oder so. Ist schon geiler, es tut mir leid, liebe anderen, aber es ist halt einfach so, die Scheinwerfer schauen einfach tot aus, oder? Ja, schaut so lieb aus. Ja, es ist einfach zu, vor allem diese LED-Bar, die macht halt dann noch so ein lachendes Smiley, ja. Also es ist schon heftig, aber ja. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, peace out.